Ja. Und mit der tollen Begrüßung von meinem Bruder heißen wir euch natürlich wieder herzlich willkommen bei Let's Play Together Diablo 3 mit meinem Bruder, der Markus LP. Guten Tag. Ja, und nicht wundern, man kann jetzt meinen Bruder viel besser und deutlicher hören, weil er jetzt das Headset von unserem Vater genommen hat, weil sein Headset irgendwie im Arsch ist. Naja, nicht im Arsch, sondern... Oder halt ein bisschen angedischt, also kaputt. Ein bisschen kaputt ist. Ja, also. Wir haben ja in den letzten Folgen ja auch einiges wieder erlebt. Wir haben unter anderem auch wieder den nächsten Dämonenfürst oder beziehungsweise einer der Übel getötet, nämlich Belial, Herr der Lügen. Und wir haben auch den Verräter Soltun Kul gekillt. Und wir werden jetzt natürlich auch nicht mal komplett die Karte aufdecken, weil das kostet erstens viel zu viel Zeit und zweitens ziehen wir dadurch das Projekt auch nur unnötig in die Länge. Ja, das Aufdecken der Karten kann ich übernehmen. Ja, das übernimmst du. Und ansonsten, ja, rushen wir einfach durch. Ich muss kurz meine Sachen reparieren. Warte mal, auf Herstellen und... Nein. Geh hier hinten zum Laden, geh unten zum Reparieren und dann alle Gegenstände. Ach so. Ja, okay, man kann es, glaube ich, überall machen. Nö. Nur beim Schmied und beim Händler. So, alles repariert. Gut. Okay, dann reden wir jetzt mal mit Tyrael. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit. Hoppala. Und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Yeah. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Chaldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Ja. Und ich habe einen Köcher erhalten. Toll. Ich habe ein Schild erhalten. Geil. Okay, sprech mit dem Karawanmeister, um Chaldeum zu verlassen. Jawohl. Mach mal. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Jo, wir sind bereit. Und jetzt müsste der dritte Akt beginnen. Jawohl, Filmsequenz. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Erstmal eine Runde Schlaf nehmen. Und jetzt werden wir gleich Asmodan sehen. Da ist er. Du hältst dich für so schlau. Dachtest, du hättest uns alle getäuscht. Meine Brüder sind einer nach dem anderen in deine Falle getappt.
Ich trotze dir. Ich weiß, der schwarze Seelenstein ist der Schlüssel. Und er wird mir gehören. Meine Armeen werden sich aus dem geborstenen Berg ergießen und diese Welt und jede Hoffnung zerschlagen. Meine Diener werden den Stein finden, wo auch immer du ihn versteckst. Dann endlich werde ich Asmodan herrschen, als das oberste Übel. Geht es euch gut? Sprecht mit mir, Kind. Ariad, die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Ja! Mann, das war laut. Oh. Ja, aber cool. Nee, da, was du gerade gemacht hast, das war laut. Achso. Akt 3. Jawoll. Der vorletzte Akt. Nun, da Belial tot ist, nee, wird Skaldeum erneut aufblühen. Ich werde mich auf die Jagd nach Asmodan begeben. Lea hat gesehen, dass seine Armeen sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und der völligen Niederlage steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. Jo. Das macht sie nicht, das machen wir. Genau. Und sind direkt auf dem Wachturm. Geil. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Ihr werdet dort unten gebraucht. Alles klar. Okay. Können wir hier noch irgendwie was kaputt machen? Nö, aber wir können noch mal kurz mit Tyrael reden. Vor einigen tausend Jahren eurer Zeitrechnung, auf einem fernen Schlachtfeld, stand ich über Asmodan mit erhobenem Schwert, um ihm den Todesstoß zu versetzen. Ihr habt ihn nicht getötet? Nein. Einer meiner Brüder, Ardleon, rief um Hilfe. Ihr musstet ihm stattdessen helfen. Ja. Und nun bedroht Asmodan erneut alles, was mir etwas bedeutet. Ihr dürft nicht bereuen, das Leben eines Verbündeten gerettet zu haben. Das habe ich jetzt auch erkannt. Ich wünschte, meine Engelsbrüder würden es genauso sehen. Tja. Was empfindet ihr als die größte Veränderung, nun, da ihr sterblich seid? Die größte Veränderung ist wohl, dass ich sterben werde. Das war nicht ganz das, was ich meinte. Aber das ist der Unterschied. Für einen Sterblichen ist jeder Augenblick kostbar. Immer noch umquetschen. Alles ist bedeutsam. Ja. Eine erhebende Erfahrung. Ich wusste, dass Soltun Kull etwas Besonderes war, von dem Augenblick an, in dem ich ihn kennenlernte. Er verfügte über einen scharfen Verstand für alles Arkane. Während der Jagd nach den drei war er der Träger der Seelensteine. Muss sie intensiv studiert haben. Auch wenn er eine Anomalie ist, so ist der schwarze Seelenstein doch ein Zeugnis seines Genies. Der schwarze Seelenstein wurde als Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Dreien entworfen. Sie waren erschaffen worden, um einzelne Dämonen gefangen zu halten. Aber Kull hatte vor, gleich mehrere einzusperren. Doch der schwarze Seelenstein hat seine Makel. Er kann
kann so viele Dämonen nicht für lange Zeit festhalten. Wir müssen Asmodan in ihm einsperren und ihn dann zerbrechen, sodass all diese Übel nicht wiedergeboren werden können. Von den vielen Dingen, die mich an Menschen so faszinieren, ist das Großartigste ihr endloses Streben nach Wissen. Engel glauben, dass alles Wissen in der Schriftrolle des Schicksals niedergeschrieben ist. Deshalb findet man Wissbegier nicht allzu häufig unter den Engeln. Ironischerweise ist mein Verdacht bestätigt worden. Tatsächlich wissen die Engel nicht alles. Die Welt mit den Augen eines Sterblichen zu sehen, hat mir einiges gegeben, worüber ich weiter nachdenken muss. Ja, dann denk mal weiter, Tyrael. Ja, das war wieder ein etwas längeres Gespräch mit Tyrael, aber das muss halt auch sein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, in die Waffenkammer. Und hier können wir auch nochmal quatschen. Geil. Ach, nö. Erstmal mit der Mutter. Schon bald wird Asmodan fallen. Und dann werden wir ihn im schwarzen Seelenstein einsperren können. Meine Aufgabe ist fast erledigt. Nur Narren feiern den Sieg schon, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Zusammen mit Belial befahl Asmodan mehr als 3 Jahrhunderte lang über die alles verschlingenden Horden der brennenden Höllen. Seine Gerissenheit geht über jede Vorstellung. Ich fange den so langsam an, die Karten aufzudenken. Meine Armbrüste werden ihm ein Ende bereiten, ganz genauso wie den anderen. Warte mal. Dämonensoldaten dienen den Armeen der Hölle als Kanonenfutter. Ihre Meister setzen sie fürs Grobe ein und verwenden sie in den meisten Schlachten als Vorhut. Sie selbst sind leicht zu begeistern, wenn sich ihnen die Möglichkeit bietet, ihr großes Talent für Gewalt zur Schau zu stellen. Wenn sie nichts zu tun haben, greifen sich die Soldaten sogar öfters gegenseitig an. Ja, toll. Oh, nicht schlecht. Okay, dann noch mit Lea. Ihr seht nicht gut aus, Lea. Kämpft der Stein gegen euch an? Es wird schwieriger, aber es ist nichts, womit ich nicht umgehen könnte. Die Dämonen toben und wüten, um ihrer Gemeinschaft zu entkommen. Ihre Raserei wird mit der Zeit nur noch zunehmen. Lea ist sehr tapfer. Aber wir sollten uns besser beeilen, bevor ihre Stärke nachlässt. Jo. Okay. So, ich hoffe, dass ich jetzt auch ein bisschen kämpfen kann. Nein, noch nicht. Oh. Ach, wie geil. Ja. Okay. Quatschen, quatschen, quatschen. Was ist mit eurem Bistgereimeister geschehen? Haben die Dämonen ihn getötet? Meine Schwestern und ich warteten, bis all seine Schüler versammelt waren, um einen höheren Dämon zu beschwören. Wir erschlugen sie alle bis auf den letzten Mann. Doch sie verfluchten uns, während sie im Sterben lagen. Meine Schwester. Oh nee. Finsternis umschloss uns. Und unser Tod schien gewiss. Das soll. Als ich zu mir kam, nicht machen. Blickte die dunkle Gestalt des Propheten auf mich herab. Oder er soll es leiser machen. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ja, sonst können wir nicht richtig aufnehmen. Asmodan erschuf die dämonischen Höllenschwingen, nachdem er vor Tausenden von Jahren. Musst du mich nochmal sagen? Pausieren wir mal kurz. Ihre leuchtenden Flügel ja, Moment. Glorreich zum Einsatz, um die Dämonenscharen auszumanövrieren und deren Befehlshaber anzugreifen. Asmodan war frustriert darüber, beinahe besiegt worden zu sein. Und fing an, geflügelte Dämonen zu züchten, die in der Lage waren, Engel in Stücke zu reißen. Okay, dann brechen wir hier mal kurz ab und wir melden uns gleich wieder. Bis gleich. Jo.